Vera Weimer hat es geschafft. Nach zwei Durchgängen auf dem Laufsteg hat sich die Jury mit deutlichem Ergebnis für die 21-jährige Restaurantfachfrau entschieden. In diesem Jahr darf sie die Krone der Miss Hamburg tragen. Ich bin mega, mega happy. Auch eine große Last ist von dem Körper gefallen. Und einfach, ja, happy. Ich kann nicht weiteres sagen. Glücklich. Neun junge Frauen hatten sich vor dem Schaulaufen Hoffnungen auf den Titel gemacht. Doch von Konkurrenzkampf oder gar Zickenkrieg ist in der Garderobe, zumindest während wir mit der Kamera dabei sind, nichts zu merken. Hier war es eine entspannte Stimmung, als wir uns jetzt fertig gemacht wurden. Und ja, das fand ich halt sehr gut, dass hier keine Hektik war. Und ja. Also ich habe nie, glaube ich, Gezicke erlebt. Also es ist immer sehr ruhig und sehr harmonisch und das gefällt mir auch sehr gut. Die Mädels helfen sich gegenseitig beim Anziehen und fummeln hier und da aneinander rum und geben Tipps. Und bisher habe ich da noch keinen Zwist festgestellt. Wir Frauen sind doch viel besser als unser Ruf. Erste Runde, das Abendkleid. Kritisch beäugt von prominenten Juroren und fachkundigen Zuschauern schreiten die Kandidatinnen über den Laufsteg. Der erste Eindruck ist natürlich nicht unwichtig, aber dann kommt es auch ein bisschen darauf an, was sie für eine Ausstrahlung haben irgendwie und ob sie halt auch tatsächlich das ganze nächste Jahr diese wunderschöne Stadt Hamburg repräsentieren können. Je später der Abend, desto knapper das Outfit. Vera hat sich für einen schwarzen Monokini entschieden und verzückt damit auch den Altmeister aller Model-Castings. Vera hat einen super tollen Körper, sie hat ein tolles Lächeln, sie hat Persönlichkeit, sie ist witzig und sie hat Esprit und das braucht man heutzutage. Leute, die aus sich rausgehen, Mädels, die sagen, hey, hör mal, hier bin ich. Die, weißt du, wenn die rauskommt, dann nimmt die den ganzen Saal hier. Für Vera geht es nach der Siegesfeier in ein paar Wochen mit den Missen aus den anderen Bundesländern nach Fuerteventura zur Vorbereitung auf die Wahl zu Miss Germany am 20. Februar. Natürlich ganz ohne Konkurrenzkampf und Zickenkrieg.